If after 6 months there will not be free, there will not be free election and real democratic government, I am sure that the uprising will begin again. We have several questions. I'd like to talk first about the guarantee for democratic change in Egypt. I mean, nothing is guaranteed. Just we believe in the power of the people. I mean, this and I mean, 1 month ago, no one would imagine that Mubarak will leave, will step down. Like we thought that he will rule forever. But as I told you, the moral and creative power of the masses had this achievement. And I'm sure that this is the guarantee. This is the engine of the power of the people, is the only guarantee. If we use it in proper way, if we help it to be more organized, okay, if we take it in small battles to destroy the regime of Mubarak, because it's not destroyed. I mean, the head of the regime is destroyed. It's like as if you, I'm a dentist, you cracked the crown of a tooth and you still have the roots. You need surgery to remove it. You need really surgery. So this is what I call the second part of the revolution. If you talk about the army, what will the army do? I mean, you should address the army this question. I don't care what they think about. I mean, I don't care. I care mainly about people, you know? I hope that the army, I told you, the army is part of the Egyptian state, okay? They are not our enemies, but I don't know if someone there want to be the enemy of the people. I don't know. I hope that this will not work. During the uprising, sometimes I had the feeling that we are surrounding the army. It's not the army surrounding us. We were surrounding the army. On the tanks, it was written, Mubarak will fall down. On the tanks, we wrote, Mubarak will fall down. So, and these slogans remained there for 4 days. Okay, so we were surrounding the army. And the army was wise enough to understand that this will be very risky confrontation for everyone. This is destruction of the country. So I think they will continue understanding that they have to respect the demands of these masses. Because they saw how they acted peacefully. They thought that these masses during their movement was very creative. In Tahrir Square, it was as if the Egyptians meet each other for the first time. We don't know each other. People come from different age groups, come from social classes, come from different regions. One belonging to the Muslim Brotherhood, sitting next to a communist woman in jeans, and they eat together and talk. This is really the scene. Like, people got to know each other there. And there was prayer, Muslims were praying and protected by Christians. And also there was Christian prayer in the square. There were two weddings amongst with the millions, celebrating with the millions of the people. This creative, very human movement in which people just purified their spirits from the evilness of Mubarak and his kleptocratic regime, I think they will not go back to their home. This is the only guarantee that these people will continue. This is what I believe in. Maybe, okay, this one. Maybe we can do the questions. The answers separately, that would be very nice. Also die erste Frage, die ich beantworten werde, ist die Frage nach der Garantie, also ob es denn eine Garantie gibt für den demokratischen Wandel angesichts der Macht des Militärs. Und es gibt natürlich erstmal keine Garantie.
Also wir glauben an die Macht des Volkes, an die moralische und kreative Macht des Volkes, die es geschafft hat, diese Revolution durchzuführen. Sie war der Motor der Revolution und sie stellt in dem Sinne auch die Garantie für den weiteren Bestand der Revolution dar. Klar, wir müssen natürlich auch den Massen helfen, sozusagen auch organisatorisch helfen, das Regime endgültig zu zerstören. Ich bin Zahnarzt und so, das ist also bisher so, der erste Teil der Revolution war so irgendwie eine oberflächliche Behandlung und jetzt müssen wir eben an die Wurzel. Das ist der zweite Teil der Revolution. Was die Armee dazu denkt, das müsst ihr die Armee fragen. Also ich interessiere mich für die Leute, für sozusagen das, was die Massen tun und denken. Und die Armee ist, das sind die mir wichtig sind. Die Armee ist mir nicht so wichtig. Natürlich, es ist interessant, ob da jetzt jemand sich entscheiden will, zum Feind der Revolution zu werden. Aber für mich ist wichtig, was die Leute machen. Es war auch interessant, während der Revolution dachte ich immer wieder, dass es eigentlich nicht so ist, dass wir... Okay, Entschuldigung, da gab es Handzeichen von da hinten. There's some hand signs, I'm not understanding. Während der Revolution dachte ich mir immer, dass wir eigentlich, dass nicht die Armee uns umzingelt, sondern dass wir die Armee umzingeln. Also wir haben Mubarak wird stürzen Slogans auf die Panzer geschrieben und die standen da einfach 4 Tage lang. Also die Panzer, die Slogans, glaube ich. Die Armee wird hoffentlich auch weiterhin verstehen, dass es die Massen sind, die halt die kreative Kraft innehaben. Und das war sozusagen ein bisschen eine Beschreibung dieser moralischen und kreativen Kraft der Revolution und der Massen. Es war so, als hätten sich auf dem Tahrir-Platz die Ägypterinnen und Ägypter aus allen Schichten und Regionen und politischen Hintergründen zum ersten Mal getroffen. Saßen Moslembrüder neben Kommunistinnen in Jeans und haben zusammen gegessen. Muslime haben gebetet und wurden dabei von Christen geschützt. Es gab 2 Hochzeiten auf dem Platz. Und diese kreative menschliche Bewegung ist in dem Sinne wie eine Art von kollektiver Reinigung vom Bösen des Mubarak-Regimes. You say the army wants to retain the roots of the regime. It's his agenda, I don't know. But I know that my agenda is to remove the roots of the old regime. This is the most important thing. So that's it. Ich habe zwar gesagt, es interessiert mich nicht, was die Armee denkt, aber ich habe das nicht genauso gemeint. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich nicht wirklich wissen kann, was die Armee will. Also sozusagen, ich kann nicht genau in den Kopf der Armee reinschauen. Du sagst, die Armee will die Wurzeln des Regimes schützen. Ich weiß, sozusagen, das kann ich nicht genau wissen. Was ich aber weiß, ist, dass ich die Wurzeln des Regimes zerstören will. So, das nur mal kurz dazu. The regime of Mubarak didn't allow people to found political parties. To have a political party, you should apply to a committee, which the head of the committee is the head of the National Democratic Party. So like I go to the Mubarak's party to get permission to found a political party. So they didn't give the permission. They gave it only to fake parties. They made, like they created like puppets to use it. In their political movement when they need them. So as for instance, the vice president has a meeting with the opposition. So they bring these fake parties. It's like a show. They are their people. And begin negotiation with them, making a show as if it's real negotiation with the opposition, which is not true because all of these parties are created by Mubarak as puppets to be used by them. So, what can I do? Me, myself, for instance, once upon a time, I belonged to an underground organization. Then, I can't belong to any of these official parties. One of them is left party, but unfortunately, it's called El Tagammu, and it is penetrated
totally and destroyed by elements from the regime, like they stole it from the left. It was a good and interesting left party, and it's stolen from the left. So I couldn't belong, just I worked as individual activist. These individual activists have cultural activities or belong to human rights organizations or even work in like welfare, non-governmental organizations. This is the only pattern in which they can move. Then with the Facebook, we reached a different thing. We can have political groups on Facebook. We have also left political groups like underground parties. we have this. The groups of 6th of April, this is found on the internet, group on the internet. They prepared for a general strike in Egypt 4 years ago, but this strike worked only in one city. It was Mahalla. Then they continued to fight for democracy. And me, myself, I can tell you about the ideological background of these people. Like, I know some of them, but like what gathered them is struggle for democracy, nothing more than this. They don't talk a lot about social justice or so. Of course, the left political groups, like there are like few political left groups, they of course talk about socialism and social justice, and they have different slogans. Kifaya was a movement founded 6 years ago to say enough to Mubarak, enough. You will not be president in the next term. Now he 30 years was president, and he wanted to be again for more six years, and he was 82 years old. And this Kifaya said, no more term for Mubarak. And he was also planning to delegate his power through fake elections to his son. So also they protested at this for the last 6 years. Now their job is done. So there is no Kifaya anymore. Like, you can say enough. No, we need different political groups and political parties. But what Mubarak left to us looks like a field of mine. You know, like you are walking after war in a field of mine which will explode in you at any moment. And you have to deal a very serious way with this. Jetzt zur Frage, die der Kollege dahin gestellt hat, der ein sehr berühmter Autor in Ägypten ist und dessen Schriften auch von den Leuten in der Revolution gelesen wurden. Deswegen vielen Dank, dass du gekommen bist, zu den Fragen von politischen Strukturen, die es in Ägypten gibt. Unter Mubarak durften in Ägypten eigentlich keine politischen Parteien gegründet werden. Es war so, dass um eine politische Partei zu gründen, musste man bei einem Komitee die Gründung dieser politischen Partei beantragen, und der Chef des Komitees war der Chef der Herrschaftspartei, der National Democratic Party. Also wurden natürlich ernstzunehmende Parteigründungen nicht erlaubt. Es gab zwar Parteien, die waren aber vom Regime selbst als quasi offizielle Marionettenparteien gebacken. Das war sozusagen wie in so einer Marionettenshow, wie ein Kasperletheater. Dann trifft sich eben der Vizepräsident mit der sogenannten Oppositionspartei und man veranstaltet so eine Farce von Verhandlungen, aber eigentlich sind es gar keine Verhandlungen, weil das Regime mit sich selbst redet. Weil eben diese angebliche Opposition die eigenen Leute sind. Ich selbst war in einer Untergrundorganisation organisiert eine Zeit lang, und das heißt, ich konnte nicht Teil der offiziellen Parteien sein. Es gab eine linke Partei, die hat auch eigentlich einen guten Anfang gehabt, aber die ist dann vollkommen unterwandert und eigentlich vom Regime sozusagen gestohlen worden. Also die linke Partei, die es gab, fing mal gut an, aber ist uns dann sozusagen weggenommen worden. Viele Leute haben dann weiter sozusagen als individuelle Aktivistinnen und Aktivisten gearbeitet. Die haben kulturelle Arbeit geleistet, die haben sich in NGOs vielleicht auch organisiert und Menschenrechtsarbeit geleistet, aber es gab sehr wenig formelle Gruppen. Und dann kam Facebook, und das war interessant, weil wir dann tatsächlich wieder politische Gruppen, also auch linke politische Gruppen, organisieren konnten. Zu zwei konkreten Gruppen, zu denen der Kollege gefragt hat, einmal die Gruppe 6. April, wenn ich es richtig verstanden habe. Von denen kann ich sagen, dass sie vor 4 Jahren versucht haben, einen Generalstreik zu organisieren. Der hat aber nur in einer Stadt wirklich funktioniert, in Mahalla.
Und ich kenne jetzt auch die Leute nicht, die da zentral arbeiten, kann jetzt nicht so viel über deren Position sagen, bis auf, dass sie jetzt von meiner Perspektive aus nicht ausreichend viel über soziale Gerechtigkeit reden. Gibt es noch eine Gruppe namens Kefaya, die wurde vor 6 Jahren gegründet, um Basta Mubarak, also nicht mehr vielen Dank, wir haben genug von dem Mubarak zu sagen. Genau, nicht, die waren nicht nur gegen Mubarak, sondern auch gegen die Übergabe, die Mubarak durch gefakte Wahlen an seine, die Machtübergabe, die Mubarak durch gefakte Wahlen an seinen Sohn plante. Diese Gruppe, da sie den Abgang von Mubarak forderte, ist mithin aufgelöst, denn Mubarak ist abgegangen. Und wir brauchen sozusagen jetzt neue politische Gruppen. Und der letzte Punkt ist vielleicht noch, dass die Situation, die uns Mubarak hinterlassen hat, eigentlich die politische Situation, die organisatorische Situation, eigentlich wie ein Minenfeld ist. Das heißt, jeden Schritt, den wir gehen, müssen wir extrem vorsichtig gehen. Now they are maybe divided. Maybe they think about their, each political movement think about its own ideology or own ideas or slogans. And now you can't unite them for building something together. It's difficult maybe in a way. But I feel that if after 6 months there will not be free election and real democratic government, I'm sure that the uprising will begin again. Es hat 30 Jahre gedauert, bis wir Mubarak gestürzt haben, und jetzt können wir auch erst noch mal 6 Monate warten, um zu schauen, was passiert. Und sollte das alte Regime sich wieder rekonstituieren, dann bin ich auch überzeugt davon, dass die Leute wieder kämpfen werden. Das heißt, wenn also nach 6 Monaten keine freien Wahlen, keine neue Regierung an der Macht ist, also keine freien Wahlen stattfinden oder keine neue Regierung an der Macht ist, dann wird die Revolte wieder beginnen. Die Leute haben nämlich Freiheit geschmeckt. Und außerdem haben sie jetzt auch die Kampfbedingungen verbessert. So about the labor movement, they did participate in the uprising a bit late. Maybe they participated individually, protesting with the masses, but they didn't have strikes. Only they did so in Mahalla and Suez, but not in Cairo, not in Alexandria. 2 days before Mubarak steps down, this giant labor movement were just yawning, made 2 strikes, and he went. You know, you got what I mean? I mean, the labor workmen still didn't participate to its maximum power in this. And this is what I expect, that the next thing will be this. If the workmen organize themselves, if they fight for their rights and for raising of salaries, and they do this right now, I mean, in every factory, there is a protest against the head of the factory, the administration, the bad, corruptive administration, which always insulted them, using the police machine to control them. You know, this ended. And I think that the role of the workmen will be much more, and they will participate more in the second part of the revolution. Erstmal zur Bewegung, der 6. April-Bewegung und im Allgemeinen zur Arbeiterbewegung muss man sagen, dass sie relativ spät zur Revolution gestoßen sind. Es gab Streiks in Mahalla und in Suez, aber nicht in Alexandria und in Kairo. Und es war eigentlich so, dass 2 Tage bevor Mubarak zurückgetreten ist, hat die Arbeiterbewegung sozusagen sich ein bisschen gestreckt und ein bisschen gegähnt, und sofort ist Mubarak gestürzt. Also mein Eindruck ist, dass die Arbeiterbewegung nicht mit der ganzen Kraft in die Revolution eingestiegen ist, dass aber jetzt überall auch Arbeitskämpfe an Arbeitsplätzen passieren und dass die Arbeiterinnenbewegung im zweiten Teil der Revolution sehr, sehr, sehr stark involviert sein wird. About the National Democratic Party, the ruling party. Now the head of the party is gone. The board, the main board of the party also is gone. But of course they exist as individuals. But these individuals, don't forget, they don't have social roots. They are really criminals, protected by the police machine. I mean, they had their influence before,
because they were protected by policemen. Now they are shy to show up in the street. You got what I mean? They can't, of course, they will be used. They try to reorganize themselves, but they are really, because of this movement, were undermined. I know policemen who disappeared on 28th of January, and they can't go to the street until now. They lost their dignity, you know? And we had our dignity. They really, the dignity of masses, and they lost their dignity. They had to make demonstrations, the policemen, to say, we are sorry. We are one hand with you. We were used by the regime, but we don't want to belong to it anymore. An officer said on a TV program that once when there was a strike, they asked us to beat the workmen. Now they have to talk to them. They have to negotiate. This is new tendency, okay? This is a big movement towards democracy, and I think this National Democratic Party is not existing anymore. They were exaggerating. They said that they had 3 million members. We didn't see any of them. The demonstrations pro Mubarak included only 2,000 people, you know? And meanwhile, 3 million in Tahrir Square and the surrounding areas. So why you think that they will come back? Of course, they will try. They will try, and or at least the social class which used them will have new representatives to guarantee their power again, and this is our work to fight against them. This is simply the thing. In Bezug auf die National Democratic Party würde ich sagen, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich existiert. Klar, die versuchen sich zu reorganisieren, aber man muss auch sagen, dass die Leute, die die Partei geleitet haben, eigentlich seit der Revolution nicht mehr wirklich auf die Straße gehen können. Die können sich nicht mehr auf der Straße zeigen. Auch die Polizisten sind am 28. Januar von der Straße verschwunden und können nicht mehr wirklich auf die Straße zurück. Sie haben in der Revolte ihre Ehre verloren und wir haben sie gewonnen. Es gibt mittlerweile Demos von Polizisten, in der sie sagen, okay, tut uns leid, das haben wir wohl nicht so richtig gut gemacht. Ein Offizier hat im Fernsehen gesagt, dass es total merkwürdig sei, dass man ja früher auf die Arbeiter schießen sollte und jetzt müssen wir mit ihnen verhandeln. Nee, dass man sie verprügeln sollte früher und jetzt müssen wir mit ihnen verhandeln. Das sei ja so eine neue Situation, das war alles etwas verwirrend. Aber grundsätzlich ist es so, dass eben die alten regimetragenden Kräfte uns auch einfach so ein bisschen angelogen haben. Die haben gesagt, die NDP sagte, sie hätten 3 Millionen Mitglieder und auf den Pro-Mubarak-Demos waren 2000 Leute. Also es ist wohl so, dass diese Partei nicht mehr wirklich eine Basis hat und in dem Sinne sich auch nicht mehr wirklich, also die werden versuchen, sich zu reorganisieren, aber ich glaube, wird nicht wirklich erfolgreich sein. Natürlich werden die sozialen Klassen, also ganz im klassischen marxischen Sinne gesprochen, die sozialen Klassen, die hinter den Parteien stehen und die versuchen zu und die sozusagen benutzen, die werden auch weiterhin agieren und versuchen, sich organisatorisch auszudrücken. Aber die NDP selbst ist, glaube ich, ohne Basis und ohne Struktur.